Folge 245 von Simotrans. Ja. Ja, falsche Taste, ne? WASD ist hier verkehrt. Wir gehen hier rüber. Wir haben diesen Bahnhof letztes Mal gemacht und wir müssen diesen hier oben machen. Und hier sehen wir, dass wir relativ viel Platz nach hinten haben. Wir gucken mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hier müssen wir ein bisschen was aufschütten. Aber sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Machen wir mal. Ja, hat gut geklappt. Zweimal die gleiche Stelle. Ist immer doof, ne? Ja. Nochmal das Ganze hier. So. Jetzt würde ich aber... Ach komm, jetzt ist auch egal. Jetzt machen wir es richtig hier zu, ne? Zack. Hat bestimmt Dingens statische Gründe, dass wir das gemacht haben. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Im Bahnhofsbereich haben wir, glaube ich, keine Gleise. Der könnte jetzt vielleicht nicht gehen, doch geht auch. Passt. Passt. Und passt. Oberspannungsleitung. Passt. Ich habe jetzt das Jingle erwartet, aber da gibt es keinen Jingle. So. Und passt. Und ausbauen. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 passt. Gut. Die kommen da auch alle hin. Sehr schön. Und der Bahnhof schon fertig, oder? Kann ja nicht sein. 2 Minuten und erledigt. Naja, dann ist das so, ne? Gut. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, oder? Ziele sind hier passend gleich. Da steht schon eins. Aber spielt ja keine Rolle. Die Einfahrt ist ein bisschen doof, ne, oder? Mal anders machen hier. Machen wir so, oder? Und so. Und das Auswahlsignal da so hin. So passt's, oder? Jetzt können die da alle reinfahren und das ist gut. So, wieder ein Bahnhof fertig. So, was wir jetzt machen müssten jetzt mal gucken. Wir müssen doch Züge haben, die jetzt volle Länge hier haben oder sowas, ne? Das ist der Bahnhof jetzt. Den schieben wir mal gerade an der Seite. So, bedient Kohle Stahlwerk West. Okay, das ist das andere Stahlwerk, wo wir noch nicht umgebaut haben, ne? Kann ich da hinspringen? Nein. Das ist der Stopp hier, das ist der Stopp da und das ist hier. Okay, da muss noch ausgebaut werden. Das heißt, diesen Zug können wir noch nicht verlängern. Dann den zweiten. Kohle-Zementwerk. Wo will der hin? Der geht da. Und da ist auch noch kein großer Bahnhof. Aber der wäre machbar, ne? Schnell machbar. Da stehen zwei. Die stehen sich auch, die Räder in der Schiene, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Da der obere noch nichts drin hat, so wie das aussieht. Können wir den auch abschaffen, ne? Würde ich jetzt mal so sagen und den unteren mit doppelter Länge fahren lassen. Warte mal, das bedeutet Statistik oder Fahrzeugdetails? Ausmustern. Wie ist denn das hier? Wird immer gut geschrieben. Zack, weg. So, und der ist ja der hier, oder? Kühltransporter steckt fest. Ganz schlecht. Wieso wird er nicht reingefahren? Nicht WASD. Wo ist denn das jetzt hier? Wieso fährt der da nicht hin und voll doof, oder? Boah, so viele Kühltransporter, da muss man ja wahrscheinlich eigentlich einen Zug fahren lassen, oder? Warte mal, Fahrplan. Da, lass den einen wegfahren. Vielleicht war das der erste noch von allen, der an dem Schild vorbeigefahren ist. Okay, der kennt schon den Weg. Der kennt auch den Weg. Ich glaube, es lag noch an dem, dass der nicht wusste, wo er hin muss. Die fahren jetzt alle schön brav, richtig, ne? Wieso fährt der nicht weiter? Ah, doch, jetzt fährt er auch weiter. Aber dann bleibt er auch stehen. Warum bleibt der da stehen? Das ist auch so einer. Dann fährst du erst nochmal weg. Ich hoffe, beim zweiten Mal erkennst du dann das Schild richtig. Das war jetzt die zweite Linie wahrscheinlich, ne? Weil die anderen fahren da jetzt rein. Der hat sich... Der da auch. Fahr du erstmal weg. Du störst. Jetzt sag nicht, dass das hier so ein Problem gibt, ne? Das wäre richtig doof, oder? So, den kann ich jetzt auch noch verstehen, dass der das nicht weiß. Der fährt schon weiter. Der fährt weiter. Da steht der nächste. Ja, das war der falsche. Das war auch der falsche. Hexen wir aus. Fahr du nochmal weg. Ich hoffe, da kommt der erste Kühllaster jetzt, der da vorhin auch war und der den Weg jetzt findet. Auf jeden Fall fährt er da jetzt rein. Der fährt auch rein. Der fährt auch rein. Ich glaube, jetzt könnte es passend sein. Da waren halt ein paar, die es noch nicht erkannt haben. Kann das sein? Ich will's hoffen. Warum steht... Also okay, der hatte da irgendwie jetzt Verkehr, der im Weg ist. So, und der steht jetzt da, wo er nicht stehen soll. Doch, er fährt weiter. Alles ist gut. Sieht so aus, als ob es da funktioniert jetzt, oder? Ja, das entspannt sich vielleicht mit der Zeit oder sowas. Jetzt werden ja erstmal genug Kühlsachen weggebracht. Gut. Wir sind wo? Gute Frage. Der kann auf jeden Fall zu. Wir sind hier bei diesem Zug. Der muss jetzt nicht laden, muss seinen Fahrplan erstmal durchführen, damit er dann gemacht wird. Ne? Verfolgen wir jetzt mal schnell, weil dann muss er ins Dingens Depot und muss mehr Anhänger kriegen. Sonst ist er, glaube ich, fit, ne? So, hier oben einmal schnell. Das sieht alles gut aus. Der fährt ja auch über die halbe Karte, ne? Aber ist halt so.
So, da ist er jetzt raus. Dann kommt er zum Depot. Und das Depot ist auch auf der anderen Seite der Karte, ne? Passt, oder? Ist halt so. Ist aber nicht schlimm. Kriegen wir auch noch hin. So, jetzt ist er gleich da. So, jetzt ins Depot. Und Waggons dranhängen. So, 10 Wagen, Mindesthaltlänge 6. Zehn, 14, 15, einer zu viel, passt. Jetzt wird er langsamer, aber minimal, ne? Passt also. Und wieder starten, oder? Starten. Okay, jetzt sind wir wieder normal. Steht er schon hier drin? Ja, er steht schon da drin. Sehr gut. Wäre schlimm gewesen, wenn er jetzt woanders hinfährt. Ja, okay, dann haben wir den schon mal. Das ist schon mal geil, dass so ein langer Zug da jetzt drin steht, ne? So, das ist erledigt. Also, den können wir, glaube ich, auch noch angucken dann, ne? Kohlezeche. Ich sag, jetzt ist hier nur ein Halt drin, oder wie sehe ich das? Nee, Quatsch. Aber das ist ein freier Wegpunkt. Und der freie Wegpunkt ist da, okay. Das heißt, der muss geändert werden. Der muss hier hin. Okay, spielt keine Rolle. Und den müssen wir löschen. Dann ist richtig. Und da der nur diese zwei Stops hat und er nichts geladen hat, kann er gerade zum Depot fahren. Das ist erledigt. Verfolgt den mal. Der kriegt dann auch ganz viele Anhänger, ne? Wo kann der denn drehen? Hier unten. Naja, okay, dann ist das so. Das Drehen auf den... Ja, das ist, weil da die Dingenschienen sind, Straßenbahnschienen sind, deswegen geht das, ne? Vielleicht ist es deswegen auch langsamer, weil die Straßenbahnschienen sind. So, Waggons. Noch einen. Und wieder starten. Und gucken, dass er richtig fährt. Wenn er umdreht, ist er falsch. Er dreht nicht um, er fährt da rein. Dann ist das gut. Und der ist dann auch schon erledigt. Haben wir schon zwei. Und hier steckt ein Mercedes-Benz fest. Hier haben wir wieder irgend so ein Shit gebaut, auf Deutsch gesagt, ne? Warum ist das so? Ja, nützt nix. 100er Straße hierhin. Irgendwas passt da ja nicht. Hier ein Auswahlsignal. Das ist so richtig. Und das können wir schließen. Wir gehen wieder auf die Lupe. Sagen ihm, er soll erstmal woanders hinfahren. Zur Großbäckerei wieder. Damit da der Stau nicht passiert. Und weiß nicht, wann der erste hier lang fährt. Wäre sinnig. Klauen wir jetzt die Straße. So, jetzt hat's geklappt. Die fahren alle anders. Und hoffe nämlich, dass die jetzt das Schild erkennen und dann läuft's richtig. Ah, du bist auch schon hier wieder falsch, ne? So, der fährt jetzt nochmal zur Großbäckerei. So, jetzt haben sie alle eine andere Einfahrt, ne? Und das wird schon zum Chaos. Nein, passt ja schon.
Der fährt noch falsch. Ah, jetzt hat er es gemerkt. Viele fahren jetzt noch falsch. Der auch? Ja. So, jetzt gucken, dass die alle richtig fahren dann im nächsten Schritt. Ich will's hoffen, ne? Okay, ja, die Schlange wird auch noch falsch fahren. Ja, sieht ein bisschen komisch aus hier, ne? Aber insgesamt kriegen wir das ja jetzt hin. Der Bus ist der letzte. Der fährt geradeaus. Alle anderen müssen noch umspringen. Und wenn die dann da rumgeschwungen sind, dass sie wissen, wo sie reinfahren müssen, dann läuft's vielleicht. Vielleicht läuft's. Oh, ich sehe schon den ersten LKW dastehen, der auch nicht weiß, wo er hin soll. Ah, ich weiß, woran es liegt. Die wollen dahin. Wetten? Wetten, die wollen dahin? Ah, das ist jetzt richtig doof, ne? Na, das ist verkehrt. Hier wollen wir hin. Ja. Linie ändern ist sogar der Wegpunkt auf der Stelle, deswegen wollen die da auch hin. Einfügen. Den. Adenauer Beflügelhof. 100%. Und den löschen. So. Da sind auch die anderen LKWs dran. Vielleicht klappt's dann. Und das hier kommt die Abrissbirne und macht das weg. Und hier bin ich ja tendenziell auch dazu am Neigen, ne? Hä, mach er nicht. Lupe, das Fahrzeug wegschicken. Und mach das auch weg. So, jetzt haben wir es einfach, glaube ich. Ich hoffe, dass die nur einen Halt hier brauchten, ne? Irgendwo kann ich das so sehen, ne? Halt länger, oder? Mindestens. Halt länger 1, passt, geht. Sollte nur laufen. Okay, dann ist das geklärt und er weiß noch nichts. Will ich hoffen, dass es demnächst weiß. Und er weiß auch noch nichts. Dann fährst du halt noch eine Runde. Das ist der nächste, der noch nichts weiß. Alle stehen an der falschen Stelle da jetzt. Das sind alle die gleichen Wagen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das Richtige war oder ob es da doch einen Fehler im System gibt. Die Kühllaster fahren übrigens alle schon prima durch. Glaube ich. Hier können wir ein bisschen vorfahren, ne? Wenn wer richtig steht. Noch sieht alles gut aus. Noch. Das sind so andere Haltestellen jetzt, ne? Okay, ich dachte gerade schon, aber er fährt da rein, das ist schon schlecht, weil dann bleibt er da stehen. Nein, er bleibt nicht da stehen, er fährt weiter. Ich glaube, das Problem ist auch gelöst. Jetzt kommt noch hier so ein Möbelwagen, hätte ich jetzt gesagt. So sieht der so ein bisschen aus, aber der fährt schon passend rein. Ich glaube, die Baustelle ist auch erledigt. Gut, das bedeutet, hier sind wir weiter. Der hier kann nicht anders, weil da müssen wir noch einen anderen Bahnsteig für umbauen. Und der hier. Maschine, Stahl, Schrott, der fährt auch noch zu dem zweiten, ne? Der ist schon umgebaut. Und warte mal, jetzt nur mal so.
Hier ist umgebaut. Und da ist auch umgebaut. Nee, der könnte, diese Linie könnte definitiv länger sein. Zum Depot. Jetzt habe ich den aus den Augen verloren natürlich. Jetzt ist er im Depot. Jetzt kriegt er erstmal ein paar Anhänger angehangen. Weil der geht ja auch. So, passt. Und starten. Und annehmen. Maschine, Stahl, Schrott. Komm, verfolgen wir den zum Schluss noch. Das können wir wegmachen. Da findet keinen Weg mehr. Okay. Wir machen das. Ach, bis der da ist, haben wir den vielleicht fertig, ne? Nochmal. Linie. Linie kommen. Linie ändern. Den freien Wegpunkt brauchen wir. Machen dann einfügen hin. Und machen den dahin. Und machen daraus wahrscheinlich 100%, glaub, ne? Und dann löschen wir den. Bin mir nicht sicher, ob das richtig war, was wir jetzt hier machen. Aber die stehen am Geflügelhof und warten auf 100%. Könnte sein, dass dann eine Lieferung per Zug von der anderen Seite kommt, deswegen stehen die da, glaub. So, der steht da jetzt immer noch. Lass den mal schnell. Ah, jetzt fährt er auch weg. Jetzt ist alles gut. Gut, alles klar. Dann passt das. Und jetzt müssen wir hier noch gucken, dass er richtig fährt. Dem folgen wir noch. Und da wäre er durch. Und machen gerade noch schneller. Der ist da angekommen und bleibt da stehen. Nee, doch nicht. Er muss im anderen Bahnhof stehen bleiben, ne? Hier müsste er stehen bleiben. Steht er nicht? Warum steht er da nicht? Gute Frage. Maschine, Stahl, Schrott. Nächste Runde gucken wir da rein, wo das Problem da ist, ne? Alles klar, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.